With qualifying finished, it's time to remind ourselves of our top three. A Red Bull, Bottas, and Lewis Hamilton. Well, that wraps up qualifying, but don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. Some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Yes. Ladies and Gentlemen, willkommen endlich zurück zu Formel 1. Lenkrad ist wieder ganz, wie ich schon bereits angekündigt habe, auf diversen Plattformen. Es funktioniert wieder, es ging relativ schnell. Es war am Montag schon wieder da. Nur bei den Temperaturen habe ich irgendwie keinen Bock. Aber jetzt ziehen wir es durch. Kanada, ich meine, ich habe das Rennen schon gefahren. Ich war auch durch. Habe allerdings dann im letzten Moment, als ich noch die Wahl hatte, Neustarten, habe ich auf Neustarten gedrückt, damit ich das nochmal fahren kann. Weil da war mir alles zu blöd. Und deswegen fahren wir nochmal neu. Mit einer anderen Strategie. Aber die alte kennt ihr ja sowieso nicht. Alles verworfen. Was hatte ich eigentlich jetzt vor? Verdammt nochmal. Weiß ich selber nicht mehr. Ah ja, doch, klar. Also entweder ich fahre die... Oder ich fahre rot-gelb-gelb. Oder ich fahre... Ich hab absolut keinen Plan. Nein. Ich mache das so, wie ich mir gedacht habe. Und dann ist gut. Oder je nachdem, wenn ich relativ weit nach vorne kommen sollte, vor dem ersten Boxenstopp, dann gehe ich wieder zurück auf rot und gelb. Vielleicht sollte ich das dann vorher drin lassen. Ungültige Strategie. Ja, mach mal wieder hier. Ah, zurück. So. Ich switch dann um. Wenn ich zu weit hinten bin, gehe ich auf weiß. Wenn ich weiter vorne bin, gehe ich auf rot. Einfach. Ach ja, letzte Position, weil wegen. Ich habe alles ausgetauscht. Komplett neues Auto, nur das Getriebe, das ist... Aber das sollte noch reichen für Kanada. Oh, die Bremsen, die werden schön heiß. 1000 Grad kriege ich hin. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, in echt wäre das nicht so gut. Hier im Spiel ist es relativ egal. Hoppla. No rain expected for the time being. Also ich kriege mit den heißen Bremsen nicht die Kerntemperatur der Reifen hoch. Doch, kriege ich wohl. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, wie die das simulieren. Wahrscheinlich gar nicht. Ich wollte das machen, was Hamilton in Baku gemacht hat und nicht funktioniert hat. So, ich bin sehr gespannt. Von hinten ist immer so eine Sache. Aber wenn nicht hier, wo dann? Denn hier kann man sehr gut überholen.
burn some of this energy. This lap, we can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. You're pulling out a second a lap on the car behind. Hoppla! Ein wenig verschätzt. Is 2.0 seconds. Fuel is looking really good. You're managing it well. Naja, great, war das jetzt nicht scheiße. Für die Fans.
Shit, der ist ja noch da. Take button and have a go. Ich bin Fünfter? Okay. Bottas ist 20 Sekunden schon weg, oh mein Gott.
Also egal, was die vorne machen, ich mache was anderes. Also strategietechnisch. Ich konnte mir nicht entscheiden, was ich jetzt mache. Aber auf weiß durchfahren, ne, habe ich keinen Bock drauf. Los. Ja, nur alle Pins da. Ich hatte gerade schon wieder leichte Panikattacke. Irgendwie hatte die Connection verloren, kurzzeitig mal. Was war das denn jetzt? Aber genau an derselben Stelle, wie ich das auch hatte, als das Lenkrad kaputt war. Boxenausfahren, ich hatte auch. Einmal. Hat keiner gesehen. Ich habe nicht aufgepasst. Ich war irgendwie schon wieder im Rennen drin.
Ey, wie schnell ist das Safety Car? Hat da Bernd sich ein Tor eingebaut? So, jetzt würde ich gerne wissen, was die beiden da vorne für Reifen drauf haben. Jetzt kann ich natürlich schlecht hier irgendwie mal eben da nach vorne fahren, um zu gucken. Das schaut mir nach gelb, rot. Die müssen auf jeden Fall nochmal rein. Genau wie ich. Ich könnte ja mal das Getriebe was schonen. Einfach mal im sechsten Gang bleiben. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Uiuiuiuiuiui. Ernsthaft, Max fährt jetzt in die Boxengasse? Wie dumm ist der denn? Habe ich doch gerade richtig gelesen, oder? Overtake button more, it's time to utilize some of this energy. Max is coming in for a stop. Hä? Dumm, der war doch gerade drin. DRS has been enabled. DRS is now enabled.
plus one. Faster engine modes are available. Nein, Jeff. Confirmed. Ja, Jeff. Genauso schnell wie Bottas. Sogar ein Ticken schneller. Auf den Reifen. Das finde ich gut. Ich glaube, das hat was mit dem USB-Kabel oder mit der USB-Verbindung zu tun. Der Hub, der mag mich irgendwie nicht, der USB-Hub. Weil das hat nichts mit den Pins zu tun, weil das war ein ganz anderes Symptom, weil dann bleibt die Verbindung ja da, aber der macht halt irgendwelche anderen Sachen. Das ist USB-Verbindung, die aus irgendeinem Grund hat nichts mit dem Lenkrad zu tun. Das ist so cool. Oh, es hat ja gar keine Verbindung mehr.
Das ist komisch. Und nein, ich kann ein Lenkrad nicht direkt an den Rechner anschließen, der steht zu weit weg. Aber vielleicht mal ohne Hub machen. Sehr komisch das Ganze, sehr komisch. Nee. Ich habe kein Dingens. Wie nennt man das? Ach so, hat er ja auch gerade gesagt, USB-Gerät nicht verbunden. So, das haben wir jetzt. Moment. Escape. Das geht. Ah. Gap to teammate behind is 16.2 seconds. Slowly gaining on the car in front. Try to keep this momentum. Meine Tastenbelegung ist weg. Ne, ist aber richtig. Hä? Ich konnte weder hier Überholknopf drücken, noch Pause-Modus ging. Geht doch. Jetzt geht wieder alles. Kein Grip mehr vorne. We pretty much burned off our excess fuel.
be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Danke, Jeff. Bottas ist ein bisschen schneller als ich. Würde ich mal behaupten. Wie kann eigentlich das Getriebe kaputt sein, wenn ich das vor dem Rennen getauscht habe? Fällt mir gerade so auf. Ich habe alles vor dem Rennen getauscht. Das ist das Rennen zu Ende. Warum? Hä? Hatten wir das nicht schon mal, dass ich das Getriebe getauscht habe und dann war es doch irgendwie kaputt?
laps of fuel remaining. Seeing a gap form. The car ahead, but be aware that these tires need to last till the end of the race. There's 3 laps of fuel remaining. Das werden wir nicht mehr schaffen. Die Reifen, die sind's durch. Rain is imminent. Rain is imminent. Be careful out there. Hä? Was? Ich sehe kein Rain.
This is your final lap. Final lap of the race. We're leading our teammate by 40.4 seconds. Ich würde mal sagen, wir gönnen Bottas einfach mal den Sieg. Wenn ich überlege, von wo ich gestartet bin, wird das Ergebnis. Ja, ist okay. Kann man nichts gegen sagen. Plus den extra Punkt für die schnellste Runde, falls wenn jetzt keiner wegschnappt. Bin ich zufrieden. Stepped up and achieved what we asked. Good job. A truly magnificent drive then, and a great performance from the entire team to secure victory here in Canada. So, Anthony, what made the difference out there today? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team. And they certainly deserve it. And now let's take a look at the driver standings. More points for Valtteri Bottas, further solidifying his lead at the top of the table. Some amazing talent out on the track today. But Anthony, who would you pick as your driver of the day? For me, the Red Bull driver was the class of the field today. They pushed and pushed and found some fantastic performance. It was just a pleasure to watch. Let's move on to the constructors. Mercedes moved to the top of the table. Meanwhile, good work from Racing Point this weekend, who pushed themselves further up the order. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. So knapp wie das mal war, ist das hier gar nicht mehr. Na ja, gut, wir haben erst wie viele Rennen? Weiß ich nicht. 7, 6, 8, 9. 7 oder so, ne? Aber ich hab Verstappen nicht verstanden. Was war das von der KI für eine dumme. Weißt du, Safety Car, 3 Runden draußen und nachdem es dann 2 Runden wieder drin war, oh, jetzt gehe ich mal in die Box. Das habe ich nicht verstanden. Der wäre safe vorne mitgefahren. Also, naja gut, sowas gibt es auch in echt teilweise. Da packst du dir auch an den Kopf und denkst dir, was? Haben die Lack gesoffen? Nun gut. Was wollte ich noch? Ach ja, es gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es im neuen Teil, also in F1 2021, der bald erscheinen wird, gibt es ein richtig geiles neues Feature. Da kann man die Wiederholung nicht nur ansehen, sondern abspeichern, wenn ich das richtig verstanden habe. Finde ich ziemlich geil. Weil dann kannst du die Wiederholung jederzeit ansehen. Das heißt, ich könnte die theoretisch aufnehmen, was natürlich dann nochmal viel Zeit in Anspruch nimmt. Wobei, das kann ich nebenbei laufen lassen, ist ja auch egal. Und dann kann man da so ein bisschen auch mal während dem Rennen nicht immer nur die Cockpit-Perspektive zeigen, sondern auch mal so ein bisschen die TV-Cam, was teilweise ein bisschen spannender ist. Ist zwar dann wieder deutlich mehr Arbeit, aber ich guck mal, was sich da machen lässt. So, auf sowas warte ich schon sehr lange. Sowas finde ich immer sehr geil. Weiter. Aus unserer Hallo. Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Was aus Ihrer Sicht? Wie wird die Pitstrafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen?
Bodo, fass! Lauf! Ich will das nicht mehr ertragen! Mann! Wo ist das denn jetzt hier? Wo hängt das? Egal. Wie wird? Das Rennen ist vorbei, du dumme Kuh! Wie wird... Oh. Kein Kommentar. Warum überlege ich da eigentlich? Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hätten Sie eine richtig gute Strategie für das Rennen. Die fragt mich in der vorherigen Frage, was war meine Strategie? Und jetzt fragt sie, sie hatten ja eine richtig... Nee, als ob ich eine gute Strategie hätte. Bitte, fix das für das nächste... für den nächsten Teil. Haut die total dämlichen Fragen raus. Oder korrigiert sie wenigstens. Ich weiß nicht, vielleicht sind die auch falsch übersetzt. Keine Ahnung. Dann übersetzt sie halt richtig. Ihr Team ist angesichts ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Danke für den Kommentar. Moment, ich muss hier noch was machen. Ah, geht automatisch. Ah, Rennen 9 war das doch. Upsala. Abgenutzte Komponenten. Ah, ja, das Triebwerk. Ich verstehe das nicht. Moment. Verträge, wo war das? Getriebe, so. Das wievielte... Das ist das dritte Getriebe. Das bei 9, das kann auch gar nicht sein. Das heißt, ich muss vor dem nächsten Rennen schon wieder ein neues Getriebe einbauen. Guck mal, da steht's. Abgeschlossene Rennen. 1 von 6 und das Ding hat 69%. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist doch verbuggt. Das ist doch völlig verbuggt. Das sind 51 Runden am Buckel. Guck mal hier. 211 Runden hat das zweite Getriebe. Und das bist du bei 76%. Okay, das ist leider verbuggt. Das ist schade. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Was denn hier? Warum geht hier eigentlich alles schief? Kannst du mir einfach verraten? Na ja, komm. 890, da kann ich mir nichts leisten für. 2000. Ist doch lachhaft. Wie kriege ich mehr Punkte? Kann ich cheaten oder so? Ah, ich kriege wöchentliche Ressourcen. Ja, dann machen wir doch mal weiter. Aber erstmal wird die Strapazierfähigkeit fertig. Ah, sehr schön. Dann kriege ich 480 Ressourcen, da bringen wir gar nichts. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ja. Aber ich könnte jetzt theoretisch... Kann ich theoretisch nicht, weil zu teuer. 2, 3. Belastend alles. Belastend. So, das nächste Rennen findet auf meiner absoluten Lieblingsstrecke statt. Achso, ich habe 3, ne? Auf einer meiner 3 absoluten Lieblingsstrecken. Wobei, nee, ich fahre Ungarn lieber als Frankreich. Und bei den USA bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Wobei, selbst die würde ich noch über Frankreich einsortieren. Diese Strecke, ich habe die Strecke letztens, ist jetzt schon ein paar Wochen her,
habe ich die mal in Assetto Corsa gefahren. Oder Assetto Corsa Dingens da, ACC, wie auch immer. Mit einem, keine Ahnung, was, Camaro? Camaro war es, ist das GT3, GT4? Ich glaube, das war GT4, ich habe keine Ahnung. Da habe ich gedacht, jo, die Autos sind ja langsamer. Vielleicht macht die Strecke da Spaß. Nein. Absolut nicht. Ich krieg, vor allem auch der letzte Sektor, ich krieg den nicht hin. Ich glaube, das ist völlig egal. Diese Strecke ist... naja, egal. Arbeitsplatz. Das Wetter ist fantastico. Das dritte Training ist nass. Das heißt, da fahren wir gar nicht erst. Sehr schön. So, irgendwas Wichtiges noch. Guck mal, Lewis Hamilton ist Level 18. Ich bin Level 7. Und trotzdem bin ich besser als er. Noch zumindest. Ach so, gibt es Nachrichten? Moment, Nachrichten. Wettervorhersage. Ja, das sieht doch fantastisch aus, wenn ich das nicht wieder alles ändern. Apropos Wetter, hier ist es... bescheiden heiß. Nee, verdammt heiß. Ich bin alles nass, ich will nicht mehr. Wir sehen uns nächste Woche, weiß ich noch nicht, ob Samstag oder Sonntag wieder. Ich habe keine Ahnung, ob ich zwei Rennen hinbekomme. Müssen wir schauen. Auf jeden Fall wird es eins geben. Das ist safe und das ist Frankreich. Leider. Habt ein schönes Wochenende. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. In Le Castellet. Tschüss.